Hallo ihr Lieben, da seid ihr auch schon. Und ganz herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video hier auf unserem Kanal. Heute gibt es nämlich die Winterroomtour im Untergeschoss, aber in unserem neuen Haus. Also mir persönlich gefällt das Untergeschoss und generell das ganze Haus sehr. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch mit der Roomtour. Jedenfalls wünsche ich euch allen ganz viel Spaß bei dieser Roomtour und würde sagen, wir starten jetzt. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir starten dann hier im Eingangsbereich. Also als erstes könnt ihr hier die Eingangstür sehen und auf der Eingangstür hängt dann ein Adventskranz mit einem Lebkuchenmann. Ich finde, da sieht richtig süß aus. Direkt vor der Tür steht dann unten eine Fußmatte, damit es auch richtig gemütlich beim Reingehen ist. Zunächst gibt es hier in der Ecke eine richtig schöne Pflanze. Ich finde, die passt super für den Winter und vor allem für Weihnachten. Hier in der anderen Ecke kann man dann so ein Regal erkennen und das ist dann so eine Ablagefläche, wo wir alle unsere Sachen hinlegen können, wenn wir reingehen. Aber nein, das ist nicht unser ganzer Eingangsbereich. Es gibt noch viel mehr schönere Sachen hier. Zum Beispiel diesen schönen Spiegel hier an der Seite. Ich finde, der sieht richtig modern und schön aus. Auf jeden Fall gefällt er mir sehr gut hier. Und ehrlich gesagt, hat Raphael diesen Spiegel gekauft. Er liebt nämlich, sich im Spiegel umzusehen. Aber egal. Nein, das ist doch nicht egal. Ich meine, man muss ja auch irgendwie schön aussehen. Ach Mensch, Raphael, du musst mal wieder immer übertreiben. Aber naja, was soll's. Dann gibt es hier unten noch die Fressnäpfe von Luna und Bello. Ansonsten gibt es hier noch die Treppe zu der zweiten Etage. Aber die zweite Etage zeige ich euch dann in einem anderen Video. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann auch schon ins Wohnzimmer. So, hier wären wir auch schon, und zwar im Wohnzimmer. Als erstes könnt ihr hier einen Weihnachtsbaum sehen. Ganz schön groß. Ja, ich weiß. Aber auch wenn groß, kann es gemütlich und richtig schön aussehen. Neben dem Weihnachtsbaum steht dann unser Kamin. Und ganz oben auf dem Kamin hängt dann unser Fernseher. Ich meine, wir brauchen doch einen Fernseher, wenn wir irgendwann einen schönen Film gucken und dabei einen heißen Kakao trinken. Das ist dann am gemütlichsten. Hier in der Ecke gibt es dann Holz in einem Korb, falls wir mal unseren Kamin aufholen müssen. Dann gibt es hier ein großes Fenster und das sieht echt richtig schön aus. Und es gibt auch ein bisschen Farbe ins Haus rein. Dann gibt es hier einen Couchtisch. Da drauf steht eine Vase mit einem weißen Blumenstrauß und einem warmen Tee. Und ja, ich liebe diesen Teppich. Er ist ja auch mal wieder so kuschelig. Und ich liebe ja kuschelige Sachen. Zunächst gibt es hier unser Sofa. Ja, dieses Sofa ist noch vom modernen Wohnhaus, aber ich habe es mit weißem Material beklebt, damit es etwas moderner aussieht. Auf dem Sofa liegt dann ein weihnachtliches Kopfkissen und ein Kuscheltier von Emma. Ja, das ist ein Zebra-Kuscheltier, aber ich finde es trotzdem süß. Hier gibt es dann noch eine buntere Tapete mit solchem Muster und ich finde, die sieht echt toll aus. Auf dieser Tapete hängen dann noch drei Bilder und die geben echt einen schönen Look ins Wohnzimmer. Da muss ich mal zugeben. Als letztes gibt es im Wohnzimmer noch hier diesen Spiegel. Ja, dieser Spiegel, der war auch Raphaels Idee. Aber naja, reden wir jetzt nicht so viel über das Wohnzimmer und ich würde sagen, wir gehen dann mal auch in die Küche. Nein, Magdalena, halt, stopp, ich gehe jetzt mal in die Küche. Aber wieso, Raphael? Ich drehe doch gerade die Roomtour. Ja, ja, ich weiß ja doch, aber ich möchte die Küche zeigen. Aber wieso, Raphael? Ich bin doch gerade so gut am Drehen. Ja, ja, ich weiß ja doch, aber die Küche
ist mein Lieblingsort. Deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Und zwar mit mir. Na gut, wenn's unbedingt sein muss, dann kannst du die Rumtour in der Küche drehen. Aber bitte mach keinen Quatsch und ess nicht zu viel Kuchen. Ja, klaro. Was denkst du denn von mir? Also so viel esse ich jetzt nun auch nicht. Ja, ist ja klar, Raphael. Dann geh jetzt mal und dreh deine Rumtour in der Küche. Das mache ich jetzt. Also, let's go, Leute. Geht jetzt mal mit mir in die Küche. Ah, hier wären wir dann auch schon in unserer wundervollen Küche. Ich würde sagen, wir starten da nochmal. Also ja, wie ihr erkennen könnt, gibt es hier die gleiche Tapete wie vorher im Wohnzimmer. Und ich finde, die gibt auch echt einen tollen Look hier in die Küche. Und dann kommt auch hier schon das richtig Neue. Und das hatten wir noch nie bis zuvor in solcher Form. Ja, unser Esstisch. Dieser ist diesmal ganz anders. Und zwar ist er eher so lang und an der Wand befestigt. Und nicht so ein normaler Esstisch, so wie wir je zuvor hatten, sondern mal ein anderer, weil wir es mal einfach austauschen wollten. Und ich persönlich finde diesen sogar viel besser und bequemer. Was meint ihr? Wie gefällt euch so ein Esstisch? Ich finde, der sieht echt super aus. Und eure Meinung könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Dann gibt es hier noch einen Adventskranz mit 4 Kerzen für den Advent. Der kann natürlich nicht fehlen. Zunächst gibt es hier ein Küchenfenster und das sieht echt toll aus. Unter dem Küchenfenster gibt es dann unsere Küchenzeile. Hier kann man als erstes unseren Herd sehen und das kann natürlich bei uns zu Hause für zum Essen oder für etwas anderes nicht fehlen. Dann steht da noch eine Wasserflasche und ich finde, die sieht echt toll aus. Dann gibt es hier natürlich den Waschbecken. Und ohne Waschbecken wäre das keine richtige Küche. Von daher kann er nicht fehlen. Dann gibt es hier den Ofen, damit man leckere Torten oder Kuchen backen kann. Lecker! Aber naja, weiter zur Sache. Hier gibt es dann ein Regal mit 2 Bildern und ich finde, der gibt einen echt tollen Look hier in die Küche. Und ja, das Beste. Ich meine natürlich nicht den Tannenbaum, weil der sieht toll aus, aber der Kühlschrank ist das Allerbeste. Ja, im Kühlschrank sind nämlich alle meine Schätze drin. Und ich zeig mal euch, was im Kühlschrank steht. Raphael, im Drehbuch steht nichts vom Kühlschrank zeigen, ne? Ja, ich weiß es doch, aber ich will trotzdem meinem Zuschauern zeigen, was ich so im Kühlschrank habe. Ja, okay, Raphael, da mische ich mich jetzt nicht ein. Okay, super, Leute, dann machen wir jetzt meinen super-duper Kühlschrank auf. Tada! Hier könnt ihr meinen besten Kühlschrank sehen. Hier oben gibt es Getränke in Dosen. Ich finde, die sehen echt richtig lecker aus. Da muss ich gleich eins davon trinken. Hier unten steht ein Kuchen. Lecker. Jetzt denke ich nur über Kuchen. Okay, weiter geht's. Hier steht dann ein Croissant. Ich denke, jeder kennt das von euch. Die sind auch super lecker. Von daher sollte es jeder kennen. Aber naja. Hier an der Seite gibt es dann noch ein Sandwich und eine Packung Milch. Weil ich liebe es einfach zur Arbeit bis zum Frühstück nehmen. Und ja, wenn ich Kindern Tanzen beibringe, da habe ich immer sehr Hunger. Von daher muss ich viel essen. So, ich denke, den Zuschauern reicht mal deine Roomtour in der Küche und im Kühlschrank. Nein, ich wollte noch mal zeigen, was wir in den Schubladen haben. Raphael, das Problem ist, wir haben noch keine Schubladen. Oh, stimmt ja. Aber im Schlafzimmer. Nein, Raphael. Das Schlafzimmer zeigen wir ein anderes Mal. Und jetzt würden wir uns auch mal verabschieden. Oh, wie schade. Ich wollte noch mal was den Zuschauern zeigen. Nein, Raphael. Das reicht auch. Sonst wird das Video 20 Minuten lang.
Okay, ist ja gut. Jedenfalls hoffen wir, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt doch gern einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ja, dann will ich auch mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.